ruhig arbeiten, in Ruhe arbeiten zu können und meine Familie in Schuss halten. Ich war eigentlich immer Musiker. Also mein Startschuss war für mich persönlich, das Datum feiere ich auch immer mit einem kleinen Bierchen, der 14. Dezember. Dann war ich 18, also da habe ich bei einem Klavierwettbewerb mein erstes Geld verdient. Das war so der Einstieg. Ach du lieber Gott, drei besten Eigenschaften. Also eine wüsste ich, fällt mir jetzt nicht ein. Nee, ich glaube, ich habe gar keine guten. Oje, nee, mir fällt nichts ein. Nee, ich habe keine guten Eigenschaften. Das ist schlimm. Drei nur. Ich bin ein bisschen empfindlich zum Beispiel. Und ein bisschen sturköpfig, glaube ich, als Musiker. Rätselhaft faul manchmal, obwohl das ja niemand glaubt bei mir. Ach, da gibt es bestimmt noch ganz, ganz schlechte Eigenschaften, ganz jede Menge. Ach. Na, noch ein paar hundert. Aber du wolltest ja nur drei. Eine ganz ehrliche Antwort. Wirklich, ja? Also ich habe nur Angst, dass jemand aus meiner Familie was passiert. Ja, also was anderes fällt mir da wirklich nicht ein. Ganz spontan, aktuell, ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, das Wichtigste. Also ich würde gerne schön arbeiten können. So wie früher die Komponisten das auch nicht konnten. Nee, wirklich in Ruhe meine Sachen machen, unabhängig bleiben können, wenn es irgendwie geht. Das wäre schön als Künstler. Also auf jeden Fall was von Dostojewski. Das ist mein Lieblingsautor. Die Brüder Karamasow, ja. Ein VW-Bus braucht man als Musiker viel Platz. Also Frauen. Oh, jede Menge. Mir fällt jetzt keine an, die mich treffen möchte. Also einen Mann. Ja, wenn er nicht vielleicht jetzt doch schon zu alt ist, Ingmar Bergman. Das ist zum Beispiel jemand, den ich total bewundere. Ja, überhaupt. Also so Leute, die... Ich verehre Künstler aus anderen Bereichen irgendwie mehr als Musiker. Weiß ich gar nicht wieso. Sicher würde ich gerne mal mit einem wirklich guten Maler mal reden. Gerhard Richter zum Beispiel, so jemand. Und ich bewundere auch wirklich sehr so Filmregisseure wie Stanley Kubrick, und der ist ja nun schon tot, ne? Aber diese Autorenfilmregisseure, die wirklich also so aus einer einzigen Idee wirklich, also wirklich alles praktisch umsetzen können bis zum letzten Schnitt. Das finde ich faszinierend. Ja, das war eigentlich jetzt völlig lächerlich, aber das war das Wichtigste. Ich habe in Karlsruhe damals, als ich damals Korrepetitor war, Kapellmeister, wie man so schön sagt, von dem Intendanten bei einer Probe einen ganz bösen Anschiss bekommen mal.
Und daraufhin bin ich nach Hause gegangen, habe gekündigt. Das mit Abstand das wichtigste Ereignis, berufliche Ereignis in meinem Leben.